die Spieler, die in Wolfsburg nicht so zum Zuge kommen, die gehen nicht nach Österreich in die zweite Liga. Also ich sag's mal so, die Geduld wird auch irgendwann endlich sein, das ist ganz klar, weil sie wollen natürlich irgendwann davon profitieren. Und sie profitieren nicht, solange wir in der zweiten Liga sind, das ist auch klar. Geht's? Und ich schau da rein. Ach so. Ah. Okay, muss das doch jetzt. Ich schau A, Liga 2. Auf Laola 1. Ich schau A, Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Roadtrip nach St. Pölten. Die Zwarer-Konferenz war beim SKN zu Gast und durfte einen Blick hinter die Kulissen der NV-Arena blicken. Neben der Umkleidekabine bekam das Laola 1-Team auch Zugang zur Geschäftsstelle der St. Pöltener. Und dort nahmen sich Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff und Sportdirektor Tino Wabra Zeit für ein Doppelinterview. Ich bin begeistert von den Ordnern, weil sogar die sind in den SKN-Farben. Ja, tatsächlich. Hier ist alles auf den SKN ausgerichtet. Wenn ich mir deinen Schreibtisch so anschaue, du bist grundsätzlich ein bisschen ein Perfektionist, oder? Naja, sagen wir es mal so, wenn man generell ein bisschen durcheinander ist, dann ist es gut, wenn man ansonsten ein bisschen Ordnung schafft. Von daher bin ich ein großer Freund davon, dass eine gewisse Ordnung bei mir herrscht, ja. Wie geht's euch eigentlich da, euch einen Schreibtisch zu teilen? Sehr gut. Also ich glaube, das passt super hier. Wir haben das ja neu eingerichtet, vorher haben wir es ja ein bisschen umgestellt, weil wir wollten unbedingt zusammensitzen, weil wir ja jeden Tag Dinge miteinander besprechen. Und ich wollte auf jeden Fall, sage ich mal, die Wand im Rücken haben, dass ich immer zur Tür schaue. Und Tino wollte so, dass er mich sieht und die Tür. Deswegen haben wir es so quasi L-förmig ausgerichtet und das passt super. Wie viel Zeit verbringt ihr gemeinsam da in dem Büro, jeden Tag? Ja, viel eigentlich. Also eigentlich die ganze Zeit, wo wir nicht am Trainingsplatz stehen, gemeinsam mit den Trainern, sind wir eigentlich da drinnen, ja, gemeinsam und besprechen irgendwelche Dinge. Und es gibt ja rundherum auch noch andere Sachen zu machen, wie Mails und so weiter. Also wir verbringen schon viel Zeit, aber es funktioniert extrem gut, die Zusammenarbeit, muss ich echt sagen. Ist es so, wie ihr es euch vorgestellt habt, als ihr es gestartet habt? Ich meine, ihr sitzt jetzt nebeneinander, könnt ihr nichts anderes sagen als ja, oder? Nein, aber das meine ich ja ehrlich, habe ich ja immer gesagt und deswegen habe ich mich auch für den Weg entschieden. Bei uns hat die Chemie von Anfang an gepasst, wie ich mit der Jan damals gefragt habe, ob ich mir das vorstellen kann. Es ist auch so. Also ich kann es auch nur jeden Tag wiederholen, dass wir uns extrem, extrem gut verstehen, uns auch sehr gut ergänzen, muss ich auch sagen. Und deswegen passt die Zusammenarbeit sehr gut. Wir sind jetzt noch vor dem Duell mit dem GAK auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Höchste. Wie gut war euer Saisonstart? Ich sag's mal so, aufgrund der vielen Personalprobleme, die wir hatten, die wir aber noch nie thematisiert haben, glaube ich, können wir wirklich zufrieden sein. Ich denke, wir sind jetzt im Pokal in die dritte Runde eingezogen. Wir haben einen sehr ordentlichen Saisonstart hingelegt. Wir waren eigentlich bis auf das Spiel bei der Admira in jedem Spiel dominant. Ich glaube, dass wir gegen Liefering die größten Probleme bisher hatten, wo wir auch 20, 25 Minuten nicht so gut im Spiel waren, aber auch zweite Halbzeit hätten wir mindestens einen Punkt verdient. Und gegen die Vienna, so ein Spiel kommt selten vor, dass man wirklich so dominant ist, so viele Torchancen hat und dann am Ende verliert. Von daher ist es mit Sicherheit so, dass uns 2, 3 Punkte fehlen, das ist ganz klar. Aber insgesamt, so wie die Mannschaft spielt, wie wir aufgetreten sind, wie wir die Dominanz auf den Platz gebracht haben, glaube ich, können wir schon zufrieden sein. Und natürlich ist es so, dass man das schon auch erstmal auffangen muss, weil ich glaube, dass wir immer zwischen 2 und 4 der potenziellen Stammspielern in jedem Spiel uns gefehlt haben, aufgrund von Trainingsrückstand, aufgrund von Verletzungen. Jetzt haben wir wieder einen Rückschlag gehabt. Wir haben jetzt wieder einen Langzeitverletzten mit Marcel Ritzmeier. Marc Stendera musste sich einer Arthroskopie unterziehen. Dann ist es so, dass jetzt André Neumeier ausgefallen ist, die letzten Wochen schon. Vorher hat Ramsebener gefehlt, Stefan Teskart gefehlt. Und ich finde, dafür, dass wir so viele Ausfälle hatten, glaube ich, dass wir mit den Leistungen, die Mannschaft gezeigt hat, sehr zufrieden sein können. Dino, du hast letztens, glaube ich, angedeutet, dass ihr überlegt, ob ihr vielleicht noch einmal was macht auf dem Spielersektor. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, mir lasst sich jetzt da mal Zeit. Wir glauben, dass wir auch deswegen so einen großen Kader oder so einen qualitativ guten und breiten Kader zusammengestellt haben, dass wir solche Dinge dann auch auffangen können, was der Janis gerade angesprochen hat. Aber eins ist schon klar, dass der Marcel Ritzmeier halt uns das ganze Jahr fehlt. Das können wir ja jetzt schon sagen, bei den anderen ist es ja nicht so schlimm. Und da haben wir halt einfach überlegt, ob wir da noch einen Spieler dazu nehmen und überlegen das eigentlich jeden Tag. Aber wir haben jetzt gesagt, mal bis zur Länderspielpause halten wir jetzt mal die Füße still und dann bewerten wir die Situation neu und dann schauen wir, ob wir noch was machen oder nicht. Welche
Regionen habt ihr da im Auge? Also gerade jetzt ein vertragsloser Spieler mit österreichischer Nationalität, gibt es jetzt wenige, die wirklich qualitativ vielleicht da wirklich weiterhelfen? Was für Märkte habt ihr da im Auge? Ja, natürlich kannst du ja nur vertragslose Spieler jetzt verpflichten. Darum ist ja auch die Überlegung, ob man nicht einfach bis Winter dann trotzdem wartet und schaut, dass man jetzt mit dem Kader, der, wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, trotzdem sehr gut ist, bis zum Winter halt durchkommt und dann halt im Winter gut überlegt, was wir machen. Hat euch der starke Saisonstart vom GRK überrascht? Ganz ehrlich, dass so stark ist, ja. Darum muss ich ja ein großes Kompliment an die Verantwortlichen aussprechen, weil es ja trotzdem ein extremer Nackenschlag war, die letzte Runde in der Vorsaison für sie, und dass man das dann so auffangt und eigentlich mit so einem Saisonstart hinlegt, schon großer Respekt. Also ganz so hätte ich es nicht erwartet, aber ich muss auch sagen, sie haben sich ja wirklich sehr gut verstärkt. Hat der Didi Elsnick wirklich sehr gute Arbeit geleistet und ich habe schon erwartet, dass sie wieder extrem stark sind und auch um die Meisterschaft mitspielen. Dass natürlich jetzt ganz so extrem losstarten, hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht. Seht ihr noch ein drittes Team, das sich da einmischen kann und das da mithalten kann, mittel- bis langfristig? Ja, also ich sage mal, Tino kennt sich auf dem Gebiet, weil er schon Jahre dabei ist, mit Sicherheit besser aus. Aber was ich jetzt gesehen habe, finde ich, dass der FAC sehr stabil und sehr stark gespielt hat. Ich finde, die Admira ist auch nicht zu unterschätzen, weil sie letztes Jahr fast abgestiegen werden und keiner erwartet so richtig was gefühlt. Und trotzdem haben sie sich auch verstärkt und auch Geld in die Hand genommen und nicht umsonst Peter Stöger geholt. Und dann gibt es immer so ein Überraschungsteam. Am Anfang war es Bregenz, da ist die Frage, ob sie die Qualität haben, um das zu halten. Dann Lafnitz haben hier sehr, sehr gut gespielt. Also das sind so die mit FAC, Admira, Lafnitz, das sind so die drei, wo ich sage, wenn da einer in Lauf kommt, dann können die auch schon konstant punkten. Ihr habt euch natürlich auch super verstärkt, muss man sagen, aber rein von der Philosophie her, es ist weniger Wolfsburg-Touch mit dabei. Deswegen der Blick vielleicht zu dir, Jan. Ist das vielleicht ein bisschen jetzt ein Philosophiewechsel, um zunächst mal diesen ersten Step Bundesliga-Aufstieg anzupeilen? Jein. Also natürlich ist es weiterhin so, dass wir auch junge Spieler weiterbringen wollen, dass wir auch Eigenbauspieler dabei haben, die wir weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, dass es auch für die wichtig ist, dass wir qualitativ gute Spieler dazu holen, die nochmal besser machen. Und dass jetzt dieses Jahr leider kein Wolfsburg-Spieler bei uns ist, ist natürlich schade. Aber es ist nun mal so, und das muss man ehrlicherweise anerkennen, dass die Spieler, die in Wolfsburg nicht so zum Zuge kommen, die gehen nicht nach Österreich in die zweite Liga. Und die aus der Jugend rauskommen, die sind aber noch nicht so weit, dass man sagen kann, mit denen kann man aber direkt um die Meisterschaft mitspielen. Und deswegen befinden wir uns genau in dieser Schwebe, dass wir sagen müssen, erstmal müssen wir raufkommen, um dann auch richtig von dieser Wucht profitieren zu können. Und das zu schaffen, glaube ich, ist es teilweise besser, auf etwas erfahrenere Spieler zu setzen, weil wir letztes Jahr gesehen haben, dass Junge natürlich eine überragende Saison spielen können, aber man sich nicht darauf verlassen kann, dass dann, wenn es darauf ankommt, sie auch so performen, wie man es dann auch gebraucht hätte. Und deswegen, glaube ich, ist es so ein Spagat, den wir hinbekommen wollen, und schauen wir, dass wir das bestmöglich hinbekommen. Wie oft bist du in Wolfsburg? Wie ist der Austausch aktuell? Ich bin des Öfteren in Wolfsburg. Ich werde jetzt auch am Wochenende wieder vor Ort sein. Das ist aber so, dass ich regelmäßig dort vor Ort bin, weil wir im Austausch sind und so weiter. Also es ist schon so, dass ich sage, es findet, ich sage, ein-, zweimal im Monat ein regelmäßiger Austausch statt. Aber es ist natürlich auch klar, dass es ein Tick weniger ist, weil es weniger Spieler gibt, über die zu sprechen ist. Weil wenn die Spieler natürlich vor Ort sind, dann ist es natürlich so, dass mehr Nachfragen kommen und so weiter und so fort. Letztes Jahr waren es 3. Und das ist natürlich ein bisschen weniger, aber nichtsdestotrotz ist der Austausch weiterhin absolut gegeben. Wie viel Geduld hat man denn in Wolfsburg, wenn es jetzt so zum Beispiel in der Saison nicht mit dem Meistertitel, nicht mit dem Aufstieg klappen sollte? Also Tino, du hast ja vor der Saison eigentlich auch den Meistertitel bzw. den Aufstieg schon als Ziel ganz klar benannt. Wie sieht man den SKN in Wolfsburg momentan, die Entwicklung? Ja, ich sage es mal so. Die Geduld wird auch irgendwann endlich sein, das ist ganz klar, weil sie wollen natürlich irgendwann davon profitieren und sie profitieren nicht, solange wir in der zweiten Liga sind, das ist auch klar. Andererseits muss man auch sehen, wir haben gesagt, wir wollen was aufbauen, wir wollen es langfristig aufbauen, wir haben letztes Jahr komplett zurückgeschraubt, wir haben mit knapp 25% weniger Budget sind wir zurechtgekommen als das Jahr davor, und als ich gekommen bin, da waren wir Vorletzter und haben uns dann, sage ich mal, ins Mittelfeld stabilisiert, und dann haben wir aus dem Kader nochmal 25% reduziert an den Kosten und haben trotzdem eine bessere Saison gespielt. Das heißt, ich glaube, die Tendenz geht in die richtige Richtung. Aber klar ist auch, dass wir jetzt nicht 5 Jahre brauchen sollten, bis wir wieder oben sind. Das ist ganz klar.
Eine Spielerfrage habe ich noch. Gerd und Baxi, den ihr geholt habt im Sommer. Warum habt ihr den geholt und warum funktioniert der so ausgezeichnet? Ja, ich glaube, da waren wir. Also, ich kenne den Joel schon sehr lange, weil ich ihn bei Blau-Weiß-Linz schon gehabt habe. Und er hat dann eine schwere Verletzung gehabt, wo ich damals die wirklich sehr, sehr für mich persönlich schwere Entscheidung habe treffen müssen, dass ich ihm keinen Vertrag mehr geben kann, weil das gerade in einer Phase war, wo es bei Blau-Weiß-Linz auch finanziell nicht so rosig ausgeschaut hat. Und wir haben halt da nicht einen Spieler einen Vertrag geben können, wo wir wissen, der fällt jetzt ein Jahr aus. Er ist dann zur Vorwärts-Steier gewechselt. Und ich habe ihn immer im Auge behalten, weil er einfach ein großer Fan war von ihm. Und er hat sich dann, er ist dann wieder extrem fit geworden und hat eine super Saison gespielt bei Steyr. Und wie ich gekommen bin, haben sich der Jan und ich zusammengeredet, weil der Joel eben am Markt war. Und ich habe gesagt, ja, wenn wir den bekommen können, dann würde ich ihn sofort nehmen, so wie er es jetzt wieder aufgebaut hat in Steyr. Und wie man sieht, war das dann trotzdem ein Goldgriff und nicht nur sportlich, sondern er ist auch so ein super Typ in der Kabine. Und ich glaube, dass wir bei dem Transfer auf jeden Fall alles richtig gemacht haben. Ich meine, Jan, du hast in Deutschland die große Fußballwelt ja kennenlernen dürfen mit Bayern, mit Hannover, auch mit Aachen, damals sicher noch der größere Schritt natürlich von Aachen dann zu den Bayern. Wie fühlst du dich denn jetzt in Österreich, in der österreichischen Fußballlandschaft? Ja, ich fühle mich sehr wohl. Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Wir hatten die Möglichkeit, hier wirklich was aufzubauen. Ich bin jetzt knapp 2 Jahre da. Wir konnten viel personelle Dinge verändern, sowohl im Kader als auch drumherum. Wir konnten uns so aufstellen, dass ich sage, wir gehen Woche für Woche eigentlich professioneller und die Themen noch besser an. Ich durfte oder konnte mir den Luxus erlauben, den Tino noch dazu zu holen, der eigentlich aufgestiegen ist und trotzdem sich dem Projekt jetzt angeschlossen hat. Von daher fühle ich mich sehr, sehr wohl hier und ich glaube auch, dass wir in der Lage sind, hier wirklich was auf die Beine zu stellen, dass natürlich vieles etwas gemächlicher ist, etwas ruhiger ist, auch etwas kleiner ist, auch in den Dimensionen. Das empfinde ich eher als angenehm, weil wenn man das, so wie ich, knapp 15 Jahre mitgemacht hat mit diesem Trubel und so weiter und so fort, dann ist man auch ganz dankbar dafür, dass es halt solche Dinge wie heute, was wirklich sehr nett ist und auch cool, dass es halt nicht alle 3 Tage ist, dass nicht dieser Druck immer so immens ist, dass nicht immer direkt nach Niederlagen 3 Tage Regenwetter ist und 4 Besprechungen und nochmal zum Aufsichtsrat und so weiter und so fort, sondern dass es alles so ist, okay, die haben einen Plan, dem wird vertraut, die kriegen das alles hin und man vertraut uns auch sehr in der sportlichen Führung mit dem Trainerteam zusammen. Von daher bin ich froh, dass ich da bin und hoffe, dass wir erfolgreich sind und dass wir auch noch ein bisschen länger hier sind. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau an, Liga 2. Was? Bitte? Ich schau an, Liga 2. Was? Bitte? Ich schau an, Liga 2. Du auch? Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.